Einmal auf zum Fräulein Sissy. Wo ist er denn? Ach, da unten auf dem Feld. Hi. Hallo. Fräulein Sissy, zu Ihrer Bestellung. Sind Sie denn wahnsinnig? Ja, eine Frage habe ich aber zur Bestellung. Was sollen denn das für Knöpfe sein, die Sie wollen? So aus Stein, normale. Aus Stein, okay. Ich habe die jetzt nämlich aus Holz gemacht, weil da nur Knöpfe stand. Okay. Hallo. Gehen Sie bitte zu Ihrem Meister, der hat mit Ihnen über diesen komischen Ring zu reden. Ich war eben bei meinem Meister. Dann sprechen Sie ihn mal bitte auf den Ring an. Den Ring habe ich nicht an. Okay. So, aber wegen dem Holz von der Sissy. Ich habe aber soweit fast alles fertig. Mir fehlen nur noch die 483 Fichtenholzstämme. Alles andere habe ich schon im Holzfällerlager gesichert und ja, dem Herrn Darko habe ich auch eine Bestellung aufgegeben für die ganzen Steine. Ich denke mal, das wird in den nächsten ein, zwei Tagen dann alles fertig sein. Okay. Gut, und... Dir ist echt langweilig, Olaf, oder? Das nächste Mal stelle ich sie in der Holzfarm mit ein, damit sie auch so viel Holz hauen dürfen. ja, schönen Tag noch. Uff, das ist eine Menge Holz. Ah, da können wir das doch gleich mal rüber schaffen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ich könnte mal wieder was essen. So, hier ist die Bestellung. Ah, hey. Ich will das eigentlich gar nicht sehen, was hier alles drin ist. Okay, die Knöpfe müssen aus Stein sein, hat sie gesagt. Da lassen wir das erste Mal alles hier. Und schaffen das rüber. Das. Herr Eick? Ja. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, so viel Geld unbewacht zu lassen? Inwiefern? Sie waren oben jetzt. Oben in dem Haus. Ja, was haben Sie dort im Haus zu suchen? Ein eindeutiges Gesetz, das verhindert, dass ich da reingehe. Es steht ein Gesetz an der Wand, dass man nicht in andere Häuser gehen darf. Aber wem gehört denn das Haus? Dem Stadtherrn. Und wem ist der Stadtherr? Da gibt es noch keinen, also Herr Olaf, Sie brauchen das nicht so drehen, wie Sie wollen. Ich bin Anwalt. Sie haben in diesem Haus nichts zu suchen. Okay, aber ich wollte es nur mal anbrachen. Und ich sag's jetzt nochmal, wenn ich Sie ein einziges Mal in einem anderen Haus oder Ihren erwische, ohne dass es Ihnen erlaubt wurde und die Person von dem Haus anwesend ist, werde ich Sie festnehmen. Wenn sie anwesend ist.
Wenn sie nicht anwesend ist, dürfen sie natürlich nicht rein, auch wenn sie die Erlaubnis haben. Wie beim Herrn Ramon zum Beispiel. Wenn die Person da ist, werde ich nicht festgenommen. Nein, dann dürfen sie rein mit Erlaubnis des Besitzers. Und Haus zielt auch da, wo Truhen stehen, oder? Also, wo dann eindeutig jemand weiß, wo wer wohnt. Bitte, weil jetzt sie machen mich gerade Kirre im Kopf. Wir gehen jetzt mal vom Herrn Ramon aus. Der Herr Ramon ist nicht da, sprich, sie dürfen nicht in sein Haus. Ist okay. Der Herr Ramon da, dürfen sie erst rein, wenn er ihnen das erlaubt. Okay. Gut. Und was ist, wenn man an fremde Kisten geht? Dann Hand ab. Hand ab? Ja, natürlich. Habe ich sie vorne an der Kiste von Sissy gesehen? Ich musste ja was überprüfen, weil die Tiere sich verändert haben. Aha. Okay. Mhm. Okay. Ach, dieser verrückte Olaf. Brauchen Sie irgendwas? Diese Kisten. Ja, ich hab sie gefunden. Wo? Das sind aber keine Kisten hier. Kisten sind hier hinten. Ich meine ja die hier. Ich muss bloß meine Coins aus dem Rucksack holen. Ach so. Herr Olaf. Ja. Sie haben mir doch so eine kleine Mini-Kartoffel gegeben. Keine Sorge, ich will sie nicht hauen. Können Sie davon vielleicht auch so eine Art Maske fürs Gesicht herstellen? Müsste ich mal gucken. Aber ja, ich werde gucken und in den nächsten 2-3 Tagen vielleicht geht's auch früher schon Bescheid sagen. Okay, danke. Bitteschön. So, und hier steht das. Nicht ungefragt in Häuser gehen. Okay. Da kommen noch ein paar Gesetze dazu. Sie sind kein Tier. Ja, ich habe mit Hunden gesprochen. Die haben sie doch jetzt wieder. Nicht alle. Ein Hund fehlt. Jetzt habe ich jetzt einen neuen Hund, aber den habe ich gezüchtet aus anderen zwei Hunden. Hm. Ja, solange er nicht zum Werwolf wird. Ich bin kein Werwolf. Nee, solange ihr Hund nicht zum Werwolf wird. Ah, wenn der zum Werwolf wird, dann dürfen sie ihn töten. Gerne doch. Yippie! Haha. Und mein Pferd runter. Sie haben ja was kaputt gemacht. Sie machen mein Pferd kaputt, geht sie runter, so wie hält das Pferd nicht aus. Boah! Ihre Wut nicht auf unschuldige Tiere. An der Wand steht Tiere nicht misshandeln und das ist eindeutig nicht. Herr Olaf. Ja. Ihr Pferd fällt gleich hier runter. Dann verstoßen sie aber gegen Engel, ne? Danke. Ich würde dem Pferd nie was antun, außer es nackig machen, weil die Rüstung schön ist. Aber ich habe auch genug davon.
Und falls sie noch irgendeinen Hund unter Tage finden, einfach mir Bescheid geben. Okay, mach ich. Weil einer fehlt noch. Das sind die zwei normalen Hunde und der hier ist der neue gezüchtete Hund. Ist ja nicht ein Praxisexemplar. Könnten Sie das Schwert wegstecken? Moment mal. Nee, ich wollte das im Wasser. Geht das? Das geht tatsächlich. Hehe. Seien Sie froh, dass es nicht pink geworden ist. Pink ist nicht schwul. Pink ist auch nicht weiblich. Haha. Ach Gott, immer diese Knallgurken. Ach Gott, ich kann mir diese Welt gar nicht mehr ohne den Herrn vorstellen. Das. Ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich noch so einen Verkaufsautomaten? Ich glaube nicht. Ja. Der Zaun ist nicht gerade wirksam irgendwie. So. Dann machen sie ihr magisches Zeug weg, dann kommen sie auch nicht mehr rüber. Das stimmt allerdings. Aber, falls sie nicht gesehen haben, unten in meiner Box ist ein Schwert drin für 4 Coins. Damit kann man sich teleportieren, wenn man Dex gedrückt. Denn es ist, aber ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall keine Magie. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall keine Magie. Ja, ich kann mal mitgucken. Aber also, es ist irgendwie schon. Das hat sogar das Fräulein Sissy hat sogar schon eins. Ja, aber ihr ist es bald kaputt. Und. Ja, dann bieten sie das doch dem Fräulein an. Hab ich schon, aber sie will es irgendwie nicht. Dann weiß ich auch nicht. Wollen sie es nicht? Ich renn gerade schon mit 3 Schwertern rum. Man kann es doch bestimmt irgendwie zusammen machen. Irgendwie. Da müssen sie den Herrn Ramon fragen. Wenn er mal aufwacht. Okay. Gut. Ja, toll. Das reicht aber hinten und vorne noch nicht, was ich hier habe. Oh, das Fräulein Sissy stellt Anforderungen. Das ist ja schlimm. Wie viel wollte sie jetzt noch mal haben? 483. 120. 240. 300 haben wir schon mal. Yay. Es fehlen nur noch 180 ungefähr. Das wird lange dauern.